Der Zeug ist! Was? Der Zeug ist! Ey, sogar die Stimme von diesem Psycho klingt so ähnlich wie die von Josh. Aber was mit Kopf platzt. Oh nein. Oh, shit. Oh Mist. Ash! Ash! Oh. Oh, scheiße, Ash. Was hat er mit dir gemacht? Er hat mich geschlagen. Shit, ich mach den Wichser sowas von fertig. Was ist das? Das ist er. Nein, Chris. Das ist der Typ, der Josh umgebracht hat. Oh Gott, nein. Du perverses Stück Scheiße! Monster! Oh, zieh dich um, wir werden sterben, Chris! Ich will noch nicht sterben. Niemand wird hier sterben. Ich wollte dir nur sagen, es ist so unfair! Was? Mir was sagen? Chris, es ist zu spät. Chris, was soll das bringen? Hör auf! Sag's! Wir reden immer drum herum. Und jetzt, ich meine, wir haben so viel Zeit verschwendet. Nichts davon war verschwendet. Was soll das heißen? Jede Sekunde, die ich bei dir war, ich hätte meine Zeit nie anders verbringen wollen. Was meinst du damit, Chris? Tut mir leid. Ich hätte sagen sollen, was ich fühle. Chris. Ashley, ich schwöre, wenn wir hier rauskommen. Oh Gott! Ich hab das schon gesehen. Ich lass dich nicht sterben. Oh hallo, meine kleinen Versuchskaninchen. Oh, scheiße. Angst, Chris. Hab keine Angst. Oh, das solltest du auch, Ash. Denn hier kommt der Clou. Chris hat schon eine tödliche Entscheidung getroffen. Und die nächste wartet schon auf ihn. Chris, du kannst die Waffe da vor dir nehmen und Ashley erschießen. Oder du erschießt dich selbst. Wer übrig bleibt, darf leben. Nur du entscheidest. Sei doch nicht albern, Chris. Ja, ganz toll. Oh Gott. In einer Totemvision habe ich mal gesehen, dass Chris Selbstmord begehen wollte. Das war wohl diese Scheiß-Szene. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, was für... Oh nein. Ich weiß nicht mehr, was das für eine Totemart war. Aber ich hoffe, es war ein gutartiger. Aber was soll das bringen? Ich meine... Das Recht hier, Gott, mit diesen Leuten zu spielen. Was macht dich zu was Besonderem? Hä? Du bist krank. Ein krankes Schwein. Also was zur Hölle hast du ihnen angetan? Hä? Was zur Hölle hast du ihnen getan? Psychopath. Der Typ ist ja doch gutartig. Psychopath! Irre, aber gutartig. Scheiße! Fuck, Mann! Wow, das ist schräg. Hey! Leute, kommt schon! Hallo? Sam? Oh Gott! Chris, nur du entscheidest. Hallo? Zum Glück, wir brauchen Hilfe, bitte! Was zum Teufel? Nein! Emily! Shit. 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 Sam. Oh, das ist das Wichtigste.
Es ist viel schief gegangen, aber Sam lebt, das ist das Allerwichtigste. Leider habe ich auch viele Hinweise jetzt verpasst, weil ich diesen Film nicht sehen konnte und was weiß ich, was da noch war, aber es ging einfach drunter und drüber und plötzlich waren wir da und mussten uns erschießen und ja, ihr habt es ja alle gesehen, oh mein Gott. Weiter geht's. Ich mache ja eh nochmal einen Livestream, wo ich das Spiel nochmal spiele und dann andere Entscheidungen treffe und natürlich dann auch weiß, wann was passiert und wo ich gewisse Dinge nachzuholen habe. Na komm, geh auf. Oh, sie ist ganz in der Nähe. Oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, sie ist in der Nähe. Das, was hier steht, ist der Tod von Josh. Ich meine, da ist genau beschrieben, wo das Ding durchtrennen muss und... Was zur Hölle? Warte, warte. Mach auf. Alles, was ich sehe, werde ich jetzt sofort überprüfen. Was? Hä? Was? Josh Washington, abschließende psychiatrische Beurteilung? 21.05.2014? Bei Dr. Hill? Okay, ärztliche Vorgeschichte, 2006, Jeremiah Harris, bla bla. Überwiesen am 2.04.2007, nach einem Vorfall in der Schule. Vorfall in der Schule, dum dum dum. Ja, das juckt alles nicht. Bisher verschriebene Antidepressiva. Okay, der hat einiges geschluckt. Was zum Teufel? Patient traf delirierend, verwirrt ein. Starke Symptome einer schweren depressiven Störung mit Bezug zu Tod, Verschwinden seiner Schwestern. Patient wurde unter Beobachtung gestellt. Elektrokonvulsionstherapie aufgrund der sinkenden Medikamentenwirkung beim Patienten erwogen, jedoch abgelehnt. Kognitive Verhaltenstherapie, interpersonelle Psychotherapie, Psychoanalyse und so weiter brachten keine Verbesserungen. Neue Einstellung auf Medikamente wurde erforderlich. Patient auf nicht selektive Mao-Hämmer umgestellt. Begründung SSRI und bla irgendwas haben sich als ineffizient erwiesen. Anfangsdosis 60 Milligramm Phenelzin. Eine überdurchschnittlich hohe Dosierung war zur Reduzierung der Symptome erforderlich. Nach 2 Wochen verbesserten sich die Symptome und die Stimmung des Patienten auffallend. Entlassen am 16. Mai nach zufriedenstellender Abschlusskonsultation. Ja, ja, ja. Washington Pictures, bla. Preise. Interessiert nicht. 26.000, wow. So viel kostet das alles? Holy shit. Aber was hat das zu bedeuten? Also steckt Josh doch irgendwie mit drin, oder was? Ein Handy? Von wem? Nachrichten von Dr. Hill. Hi Josh, ich bin's, Alan.
Dir macht es hoffentlich nichts aus, dass ich dir schreibe, aber es ist wichtig. Ich habe deine E-Mail erhalten. Ich glaube nicht, dass dein Plan dir helfen wird. Du musst mit dem aufhören, was du tust, und zu mir kommen. Dr. Hill, bitte geh ans Telefon. Ich mache mir langsam Sorgen. Das Ganze war am 13. Januar. Joss schreibt, lassen Sie mich in Ruhe. Und Dr. Hill, nimmst du deine Medikamente noch? Mir geht's gut. Es ist sehr gefährlich, die Medikamente mitten in der Therapie abzusetzen, Josh. Ruf meine Praxis an und mach einen Termin, bitte. Josh? Josh, antworte! What the hell? Was geht denn hier ab? Jetzt kommt die nächste kranke Entdeckung wahrscheinlich. Never forget. Okay, er hat offensichtlich sehr viele Berichte gesammelt vom Verschwinden seiner Schwestern und irgendwelche Erinnerungsstücke da dran montiert. Ich meine, okay, ich kann es verstehen, dass er den Tod nicht verkraftet hat, ja, aber ich glaube, das alleine ist es nicht. Alter, ist das Spiel spannend, das muss ich wirklich mal sagen. Unfassbar. Bei den meisten Horrorfilmen kannst du dir ja eigentlich schon relativ schnell denken, was Sache ist, aber hier gibt's gerade ziemlich viele Wendungen und Überraschungen. Was ist das denn? Ein Tonbandgerät, glaube ich. Danke, dass ihr alle hier seid. Heute führen wir ein kleines Experiment durch. Hallo. Hallo, Kinder. Nein, das passt nicht. Willkommen, Pilger. Ach, du Scheiße. Das war Josh. Das war Josh. Ja, aber wie kann das sein? Und wo soll ich lang gehen? Wo zur Hölle soll ich lang gehen? Ich weiß es nicht. Ich meine, er kann sich doch nicht selbst umgebracht haben, oder? Ich meine, ja klar, er war depressiv, aber was hatte er denn vor? Da ist der Psycho! Okay, er hat Sam nicht bemerkt. Jesus Christ. Wie übel ist das denn? Komm, geh weiter. Geh einfach weiter. Und hau ab. Das ist auch so fies, dass sie keine Kleider hat, ne? Ich kann mich auch gerade gar nicht daran ergötzen, weil ich einfach nur Angst habe. Ich weiß nicht, wo ich lang gehen soll. Was gibt's hier so Schönes? Gar nichts, oder? Ja, das wäre auch die einfachste Lösung gewesen, durch diese Tür zu gehen. Die anderen gefallen mir weniger. Oh mein Gott, ich weiß nicht welche. Hilfe. Gibt es da hinten noch einen Weg? Nein. Na gut, dann gehe ich durch diese Tür. Ja, oder was ist das? Warte. Oder doch, überprüf zuerst mal die Leiche. Ach, das ist diese Puppe. Puppe in Sams Kleidern. Okay, und was wurde da aufgenommen? Hm. Kann ich mir nicht ansehen. Okay, wo sind Ashley und Chris? Oh, fick dich. Mike, was machst du da unten? Da ist ein...
Oh, Mike, Gott sei Dank bist du hier. Okay, geht's dir gut? Wo ist Jessica? Wo ist Jessica? Ist sie nicht bei dir? Jessica ist tot. Was? Er ermordet Sam. Hier oben läuft ein Irrer herum, der uns umbringen will. Uns alle. Und ich schwöre bei Gott, wenn alle wieder in Sicherheit sind, werde ich diesen Wichser jagen und ihm die Eier abreißen. Und zwar jedes einzeln. Bitte. Hör zu, dieser Typ, von dem du sprichst. Er hat mich angegriffen. Er hat mir auch Videos gezeigt. In einem davon wurde Josh ermordet. Er wurde zerfetzt von diesem riesigen Scheiß-Sägeblatt. Verdammte Scheiße. Ich glaube, er lebt hier unten. Und wer auch immer dieser Verrückte ist, er ist besessen von Hannah und Beth. Mein Gott. Aber etwas stimmt da nicht. Da waren diese Pläne wie Blaupausen für eine Höllenmaschine. Genau wie die, in der Josh war, aber ein Fake. Sie war für einen Dummy. Sam, langsam. Josh ist vielleicht nicht tot. Was für ein kranker Scheißfilm ist das denn hier? Hier ist eine Tür. Sie geht nicht auf. Kannst du sie von da aufmachen? Ja, aber wie hätten sie das vortäuschen sollen? Ich meine, er hat doch gesprochen und alles. Und wir haben doch alle gesehen, wie die Scheißkreissäge ihn durchtrennt hat. Außerdem dachte ich, diese ganzen Notizen und so sind von Josh und nicht von dem Psycho. Oder Moment mal, ist der Psycho etwa Josh? Nein, das wäre zu einfach. Oder? Ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es kann alles sein. Wirklich. Schön, dich zu sehen. Was soll das werden? Tja, also ein Handtuch ist doch nicht das beste Outfit, um Psychokiller zu bekämpfen, weißt du? Würdest du mal, Mike? Ja, klar doch. Alter. Wenn hier einer guckt, dann ich. Okay, fertig. Bringen wir es hinter uns. Na, allerdings. Was war das? Ist das Wein? Hat er sich nicht erschossen? Nein, nein, nein! Geh weg! Oh, Chris. Was zum Teufel? Du weißt, was Platzpatronen sind. Ich meine echt jetzt? Verdammt! Okay, dass sie noch lebt, wundert mich, aber meinetwegen. Was zur Hölle ist hier eigentlich los? Oh, halt dich halt fest jetzt. Shit!
Soweit, so gut, was? Oh Gott, das waren 600 Mäuse. Wehe, das klappt nicht, das war mein Lieblingsteil. Man okay. Trägt keine Tiere. Sieht doch gut aus. Das Stück. Oh, Freunde, was geht hier ab in Until Dawn? What the hell? Ja, aber es kann doch nicht Josh alleine gewesen sein. Ich meine, der Killer war ja schon draußen in der allerersten Folge. Und hat alle beobachtet. Und da war Josh doch im Haus, oder nicht? Spielen wir jetzt Donkey Kong Country? Oh Mann, was sind das wieder für scheiß Geräusche? Und wo ist sie überhaupt? Ist sie in dieser Mine gelandet? Dieser gefährlichen Bruchbude? Boah. Meine liebe Emily, du steckst in Schwierigkeiten, aber ich denke, das weißt du. Holy crap. Totem mehr gesehen. Ich würde jetzt gerne mal einen finden, der ein bisschen was aufklärt, aber... Wir brauchen etwas, um das Schloss zu knacken, aber ich würde fast vorschlagen, wir schieben einfach den Waggon an und der bricht für uns die Tür auf. Könnte klappen. Was ist das? Wieder eine böse Überraschung? Was diesmal? Bergarbeiterfoto. Okay. Die Sprengtruppe. Vorbereitung zum Sprengen der neuen Schächte. Northwest Minen, Dezember 1951. Irgendwas stimmt auch mit dieser Mine auf jeden Fall nicht. Aber ich kapiere noch nicht ganz die Zusammenhänge. Vielleicht wurde ja irgendetwas in diesen Minen gefunden und deswegen sollten die gesprengt werden. Ist halt auch schwierig zu sagen, ob das Ganze jetzt rational erklärbar ist oder nicht. Aber wahrscheinlich nicht. Ich meine, wir haben ja schon Geister gesehen. Und von daher lässt sich das Ganze wohl nicht logisch erklären. Ja, schwierig, schwierig. Ich weiß es nicht. Warten wir es ab. Es ist sau spannend, wirklich. Geil. Komm. Mach. Sehr gut. Ein Aufzug. Ob der wirklich sicher ist? Wir finden es im nächsten Part von Let's Play Until Dawn raus. Knallt auf den Daumen hoch, weil das Game entpuppt sich wirklich als großes Highlight dieses Jahres. Nice!